Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist eine Freundin mit dabei und wir werden euch erklären, was Hamster für Gemüse fressen dürfen. Viel Spaß beim Video! Das erste ist Blattspinat. Man sollte es wegen des hohen Oxalsäureanteils nur in sehr geringen Mengen verfüttern. Jetzt kommen wir zum Brokkoli. Man darf es nur selten in kleinen Mengen oder getrocknet verfüttern. Als nächstes kommt der Chicorée. Er hat in den äußeren Blättern einen hohen Oxalsäuregehalt. Jetzt kommt der Eisbergsalat. Er ist vergleichsweise gering mit Nitrat belastet und gut bekömmlich. Den Endiviensalat sollte man nur in kleinen Mengen verfüttern. Er hat einen hohen Gehalt an Mineralstoffen wie Kalium, Phosphor, Calcium und Eisen sowie Vitamin A, B und C. Es enthält auch Inulin. Dieses wirkt galle- und harntreibend sowie appetitanregend. Feldsalat ist häufig stark nitratbelastet. Kommen wir nun zu den Fenchelknollen. Die Knollen und das Grün dürfen verfüttert werden. Das ist gut verträglich bei Verdauungsbeschwerden. Der hohe Mineral- und Vitaminanteil kann den Urin verfärben. Außerdem enthält der Fenchel auch Safrol und Estragol. Da sollte man aber keine Panik haben, da der Anteil winzig ist und unbedeutend. Alle Gurkenvarianten können verfüttert werden, doch in sehr großen Mengen können sie zu Matschkötteln führen. Die Kohlrabi-Blätter vom Kohlrabi sind gut verträglich. Nur die Knollen sollte man selten in kleinen Mengen geben. Den Kopfsalat sollte man nur in kleinen Mengen verfüttern. Alle Kürbisarten, die auch Menschen essen dürfen, können auch an Hamster verfüttert werden. Zierkürbisse dürfen natürlich nicht verfüttert werden. Die Mangold hat einen sehr hohen Oxalsäureanteil. Deswegen sollte man sie nur in kleinen Mengen verfüttern. Möhrengrün ist ein gesundes Futtermittel. Möhren können den Urin verfärben. Sie enthalten verschiedene Zuckerarten. Die Pastinaken sind sowohl getrocknet als auch frisch ein gutes Futtermittel. Paprika, Rot, Gelb und Grün. Man sollte Strunk und unreife Stellen entfernen. Diese enthalten Solanin. Paprika enthalten viel Vitamin C. Sie sollten aber trotzdem nur selten und nur in sehr kleinen Mengen auf dem Speiseplan stehen. Man darf die Petersilienwurzel sowie auch die Knollenpetersilie und die Wurzelpetersilie verfüttern, aber nicht an schwangere Tiere. Omana-Salat ist ein sehr vitaminreicher Salat. Trotzdem nur in kleinen Mengen leben. Rote Beete. Wegen des hohen Oxalsäureanteils nur in geringen Mengen verfüttern. Kot und Urin verfärben sich sonst rot. Der Rucola enthält sehr hohe Mengen an Nitrat. Er enthält außerdem auch Senföle und ist ein Kohlgewächs. Er ist kein Salat und sollte nur in sehr, sehr geringen Mengen gegeben werden. Knollen und Stangensellerie. Knollensellerie sollte gut gewaschen oder besser noch gut geschält werden. Beide Selleriearten dürfen komplett mit Blättern verfüttert werden. Die Steckrübe oder Kohlrübe ist ein nahrhaftes und vitaminhaltiges Wintergemüse. Bei Tomaten sollte man das Grün entfernen. Tomatenpflanzen sind giftig. Kerne und das Weiche sollte man weglassen. Nur ganz ausgereiftes, rotes Fruchtfleisch darf man verfüttern. Keine grünen Stellen geben. Tomaten können bei Überfütterung zu Durchfall führen. Tomaten sind ein Fruchtgemüse und enthalten relativ viel Zucker. Die Knollen des Topinambur sollten eher selten verfüttert werden. Die Blätter und Blüten, also die ganze Pflanze, darf gerne gegeben werden. Zucchini ist ein sehr wasserhaltiges und bei den Hamstern ein eher unbeliebtes Gemüse, das nur in kleinen Mengen angeboten werden sollte. Die Blätter sind frisch und getrocknet, lecker und gesund. Sie sollten aber ungespritzt sein. Die Maiskolben dürfen frisch und getrocknet, aber nur in kleinen Mengen angeboten werden. Hier seht ihr jetzt auch noch, wie wir Frodo-Frischfutter gemacht haben. Also das war jetzt Gurke, Möhre und Tomate. Aber sonst hoffen wir, hat euch das Video gefallen und weitergeholfen. Hier habe ich auch noch ein paar Infos bei Zwerghamstern halt dazu geschrieben. Und es gibt auch noch ein paar Infos auf so einer Seite, die haben wir euch noch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Wir haben auch die Infos von diesen Seiten. Da gibt es auch noch eine Seite mit Hybriden. Also mit Zwerghamster-Hybriden-Futterliste. Da gab es auch noch ein paar weitere Gemüsearten, sowas wie Blumenkohl oder so. Und wenn wir sie finden, können wir sie euch auch noch in der Infobox verlinken. Wenn nicht, dann schreibe ich das auch noch mal dazu in der Videobeschreibung, was man da beachten sollte.
hatten auch nicht zu jedem Gemüse passende Bilder, aber ihr könnt ja einfach im Internet nach diesem Gemüse suchen, wo es halt kein Bild gab. Und die Menge an Frischfutter sollte halt immer in kleine Würfel am besten geschnitten werden. Und ja, wir hatten dann auch gemerkt, dass wir bei der Tomate das Weiche verfüttert hatten. Ich habe dann dem Frodo das aber auch nochmal rausgenommen, also hat das zum Glück nicht gegessen, weil das Weiche soll man ja nicht verfüttern. Und ja, dann würden wir eigentlich schon uns verabschieden, oder? Ja. Okay, tschüss. Tschüss.